Die Maskenaffäre hat das Vertrauen vieler in die Politik erschüttert. Auch das von Danny Bokelmann. Als Musikproduzent hat ihn die Corona-Krise hart getroffen. Dass manche Politiker sich an genau dieser Krise persönlich bereichern, macht ihn wütend. Ich denke, ich kann für alle Musiker sprechen, dass aktuell ziemlich harte Zeiten für uns sind. Man muss jeden Euro zweimal umdrehen und dann kriegt man halt irgendwelche Schlagzeilen um die Ohren gepfeffert über Maskenaffäre hier und ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, Geld wird irgendwie dorthin geleitet, wo es nicht hin sollte. Politiker bereichern sich, das kotzt einen nur noch an. Danny Bokelmann will, dass sich endlich etwas ändert. Er hat deshalb einen offenen Brief der Internetplattform Abgeordnetenwatch.de als Erstunterzeichner unterschrieben. Gemeinsam mit anderen Prominenten wie dem Schauspieler Armin Rohde und dem Cartoonisten Ralf Rute und inzwischen mehr als 13.000 Bürgern. Der offene Brief appelliert an alle Fraktionen des Deutschen Bundestags, wirksame Maßnahmen zu beschließen, die Fehler im System zu beheben, die seit Jahren bekannt seien. Die Affären der letzten Wochen im Schnelldurchlauf. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion Georg Nüßlein, der CDU-Abgeordnete Nicolas Löbel und der CSU-Landtagsabgeordnete und ehemalige bayerische Justizminister Alfred Sauter. Sie alle sollen Masken weitervermittelt und dafür zum Teil Provisionen in Millionenhöhe kassiert haben. Andere Unionspolitiker sollen Schmiergelder aus Aserbaidschan erhalten haben. Für die spendenfinanzierte Organisation Abgeordnetenwatch.de ist all das keine Überraschung. Sie kritisiert seit Jahren, es fehle der deutschen Politik an Transparenz und es fehle der politische Wille, sie durchzusetzen. Wir sind mit Clara Helming, der Sprecherin für Abgeordnetenwatch.de, verabredet. Guten Tag. Hallo, Frau Wurm. Schon seit 16 Jahren sammelt die Internetplattform Daten über die Nebenverdienste von Abgeordneten. Sie sprechen in dem offenen Brief ja davon, dass es hier nicht nur um Einzelfälle geht, sondern um einen Systemfehler in unserer Politik. Wie meinen Sie das? Die CDU-CSU hat das lange versucht zu argumentieren, dass das nur Einzelfälle sind mit den Maskendeals und so weiter. Aber es sind einfach so viele Fälle, die immer wieder kommen, dass für uns klar ist, dass das System hat. Was für Schlupflöcher gibt es denn derzeit für Abgeordnete? Also wir haben generell einfach viel zu wenig Informationen, zum Beispiel über die Nebenjobs von Abgeordneten. Und Abgeordnete müssen zwar Angaben machen zu ihren Nebentätigkeiten, die sind aber unvollständig und gehen einfach nicht weit genug. Ein Blick auf die Nebeneinnahmen der Bundestagsabgeordneten zeigt, in Summe bewegen sie sich in Millionenhöhe. 8,7 Millionen Euro brutto verdienten CDU-Abgeordnete in dieser Wahlperiode neben ihrer Diät. 5,8 Millionen Euro die CSU und die FDP 5 Millionen. Die Grünen hatten insgesamt nur 120.000 Euro Nebeneinnahmen. Prinzipiell sind Nebeneinnahmen legal, aber Abgeordnetenwatch.de kritisiert, dass es über die Geschäftskontakte der Volksvertreter zu wenig Transparenz gäbe. Wir wissen sehr wenig zum Beispiel über Unternehmensbeteiligung und über Geschäftspartnerinnen von Abgeordneten. Es gibt einige Abgeordnete, die als Berater arbeiten und die dann Verschwiegenheitspflichten vereinbaren mit ihren Mandantinnen. Und da gibt es Abgeordnete, die 15.000 Euro im Monat kassieren von Mandant 1. Wir wissen nicht, wer das ist, wo wir nicht wissen, ob es einen Interessenskonflikt gibt. Und der Verdacht liegt nahe, dass es einen Interessenskonflikt gibt, weil sonst könnten die Politiker ja einfach sagen, mit wem sie sprechen. Warum gibt es bisher so wenig Regeln, die mehr Transparenz schaffen? Wir treffen einen Abgeordneten, der sich seit vielen Jahren für schärfere Gesetze einsetzt, deshalb immer wieder aneckt, Marco Bülow. Diese Gebäude sind ja unglaublich transparent. Die gläserne Kuppel vom Bundestag, das Gebäude. Wie gläsern ist denn die Politik? Ja, im Prinzip das Gegenteil. Ich glaube, da ist viel Schein. 16 Jahre lang war Marco Bülow Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion. 2015 startete er eine Transparenzoffensive mit dem Ziel, alle Nebeneinkünfte, Lobbykontakte, Dienstreisen und Einladungen offenzulegen. Nur 43 Parlamentarier schlossen sich ihm damals an. Die Maskenaffäre jetzt hat ja wirklich für viel Emotionen gesorgt. Ist das für Sie nur die Spitze des Eisbergs? Auf jeden Fall. Und es geht auch nicht nur um Korruption. Erstens glaube ich, es sind noch viel mehr beteiligt an
anderen Dingen, die nicht offenbart werden. Und zweitens glaube ich, es gibt eine große Grauzone, die genau zwischen Korruption und einer Vermengung von Profitinteressen und dann doch Politik liegen. Und da wir unsere eigenen Regeln geben, ist vieles nicht verboten, sondern ziemlich legal, wie Aktienoptionen, Versprechen des Wechsels in die Wirtschaft mit hohen Abfindungen und so weiter. Das ist alles nicht verboten, weil wir unsere Regeln selbst geben. Sie haben ja wirklich einen Einblick, auch Diskussionen mit Ihren eigenen Kollegen, Abgeordneten. Wie ist man denn dann mit Nebentätigkeiten bisher umgegangen? Ja, es gilt, das ist ja das Verrückte, es gilt eigentlich der als guter Politiker, als erfolgreicher Politiker, der besonders viele Nebeneinkünfte hat, der besonders gute Kontakte hat, der zwischen den Welten unterwegs ist, der in Aufsichtsräten sitzt und auch Geschenke bekommt. Das ist eigentlich der Erfolgreiche und dem wollen natürlich die anderen nacheifern. Steinbrück war der Fachpolitiker, der seriöse Vorzeigemensch, den wir in der Partei hatten. Und ich meine, er ist ja nicht ohne Grund Kanzlerkandidat geworden und hatte die höchsten Nebeneinkünfte, hauptsächlich durch Vorträge bei sehr profitablen Unternehmen. Und natürlich hat er dann keine Zeit, er war auch nicht viel in der Fraktion, seine eigentliche Arbeit zu machen. Aber trotzdem, das hat keinen gestört. Und das hat mich immer so angefixt. Ne? Also das ist da irgendwo, wo ich gegen Wände gelaufen bin, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht unser Ansehen sein. Und das war die SPD-Fraktion, nicht die Union. Im November 2018 trat Marco Bülow aus der SPD aus, blieb aber fraktionsloser Abgeordneter im Bundestag. Er wollte die Politik der Großen Koalition nicht länger vertreten. Zwei Jahre später trat er in die Satirepartei Die Partei ein, für die er nun erneut für den Bundestag kandidiert. Aber drei Viertel der Abgeordneten haben gar keine Nebenverdienste. Da muss man jetzt auch mal sagen, drei Viertel machen es wie Sie. Die sehen das als ihren Hauptjob an. Und die drei Viertel sind nicht stark genug, das Viertel ein bisschen einzudämmen? Na, erstmal sind da welche bei, die würden gerne und kommen aber nicht in die Verlegenheit. Und dann gibt es welche, die wollen in Ruhe arbeiten. Und die wissen, wenn sie sich dann anlegen mit denen, die diese Nebeneinkünfte haben, das sind meistens eben die wichtigsten und die, die das Sagen haben, dann wird ihr Job nicht mehr ganz so einfach. Haben Sie auch so erlebt ein bisschen? Ja, habe ich total so erlebt. Wir sind mit Matthias Bartke verabredet, dem Verhandlungsführer der SPD in Transparenz- und Lobbyismusfragen. Okay, also dann mache ich mal runter, ne? Seit 2013 sitzt er im Bundestag. Er war also lange Jahre Fraktionskollege von Marco Bülow. Das ist ja das Verrückte. Es gilt eigentlich der als guter Politiker, als erfolgreicher Politiker, der besonders viele Nebeneinkünfte hat. Dem wollen natürlich die anderen nacheifern. Steinbrück war der seriöse Vorzeigemensch und hatte zu der Zeit die höchsten Nebeneinkünfte. Das hat keinen gestört. Beschreibt Marco Bülow hier ein politisches Klima, das ein Fehler im System ist oder dass der Fehler im System sogar ist? Das Ansehen von Abgeordneten steigt nicht mit der Anzahl der Nebentätigkeiten. Und natürlich, Peer Steinbrück war der Einzige, der das gemacht hat oder im größeren Stil gemacht hat. Das hat uns alle geärgert. Und dass das die Wertigkeit eines Abgeordneten steigert, das ist wirklich nicht wahr. In der Union kann ich das nicht sagen, weil es ja wirklich schon relativ viele Fälle sind, die dort aufgefallen sind, wie dort das Klima gewesen ist. Bei uns ist das nicht der Fall. Wenn es um Transparenzfragen geht, zeigt die SPD gerne auf CDU und CSU. Wir wollten schon immer mehr Transparenz, nur leider sei das mit der Union nicht zu machen gewesen. Kann man sich auf die Position zurückziehen, als Regierungsmitglied zu sagen, wir haben es beim Koalitionspartner nicht durchgebracht? Naja, wir haben es ja immer schon gefordert, all diese Dinge. Das haben Sie ja beim Lobbyregister nochmal in extremer Form gesehen. Das haben wir 10 Jahre gefordert. Das meine ich gar nicht, darum geht es nicht. Aber es gibt ja politische Projekte, die Ihnen so wichtig waren, dass Sie im Koalitionsvertrag gelandet sind und gesagt haben, das müssen wir durchsetzen. Und das war hier offensichtlich ja nicht der Fall. Das stimmt, das war hier nicht der Fall, aber wir hatten eben auch diese extreme Häufung in der Vergangenheit nicht, sodass auch die Notwendigkeit in dem verschärften Maße nicht bestanden hat. Und wenn solche Dinge passieren, dann muss natürlich Politik reagieren. Oder ich sag's mal anders. Im Bereich der Transparenz im Parlamentarismus passiert immer nur etwas, wenn etwas passiert ist. Gerade bei der Veröffentlichung von Nebentätigkeiten hätte Transparenz für viel mehr Klarheit gesorgt. Bisher müssen Abgeordnete ihre Nebeneinnahmen in einem komplizierten Stufensystem angeben, allerdings nicht auf Euro und Cent.
Es bleibt oft unklar, woher die Einnahmen genau kommen und wie hoch der tatsächliche Gewinn ist. Auf Platz 1 der Nebenverdiener ist derzeit der CSU-Abgeordnete Sebastian Brehm. Seit 2017 hatte er neben seinem Mandat nach Berechnungen von Abgeordnetenwatch.de 3,1 Millionen Euro Nebenverdienst durch mehrere Steuerberatungsfirmen. Gregor Gysi von den Linken verdiente nebenher geschätzt 470.000 Euro durch Vorträge. Ähnlich wie der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, geschätzt 424.500 Euro. CDU und CSU haben lange gemeinschaftlich gegen mehr Transparenz und strengere Regeln bei den Nebenverdiensten der Abgeordneten gestimmt. Auch deshalb konnten einzelne Politiker über Jahre ein lukratives Geschäftsmodell aufbauen, den politischen Berater. Über eigene Firmen versilberten sie sich ihre politischen Kontakte und Netzwerke, wie etwa der Mannheimer CDU-Politiker Nicolas Löbel. Der 34-Jährige kassierte für seinen Einsatz als Vermittler von Corona-Schutzmasken eine Provision in Höhe von 250.000 Euro. Nur ein Einzelfall oder ein Fehler im System? In Berlin treffen wir Patrick Schnieder, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich weiß nicht, ob man über einen Fehler im System reden kann. Wir haben Regeln gehabt, sehr weitreichende Regeln, aber die waren offensichtlich nicht weitreichend genug in manchen Fällen, weil eben Dinge passiert sind, die ich mir nicht hätte vorstellen können, dass Kollegen das machen. Wir haben auf Vertrauen gesetzt gegenüber Abgeordneten und dieses Vertrauen ist in diesen Fällen missbraucht worden. Die Maskenaffäre setzt die Union unter größten politischen Druck. Und plötzlich geht, was lange Zeit unmöglich schien. CDU, CSU, SPD, Grüne und Linke erarbeiten gemeinsam ein neues, viel strengeres Abgeordnetengesetz. Danach werden zum ersten Mal überhaupt Nebeneinkünfte von Abgeordneten auf Euro und Cent veröffentlicht und Aktienoptionen offengelegt. In Verbindung mit ihrem Mandat dürfen Abgeordnete zukünftig nicht mehr als politische Berater arbeiten, keiner bezahlten Lobby- oder Vortragstätigkeit nachgehen und auch keine Geldspenden mehr annehmen. Wir gehen mit dem neuen Abgeordnetengesetz wirklich an die absolute Grenze dessen, was verfassungsrechtlich möglich ist. Es gibt einzelne Juristen, die auch sagen, man geht an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon darüber hinaus. Mit den Änderungen, die jetzt passieren, ist damit so etwas wie eine Maskenaffäre unmöglich geworden? Sie wird jedenfalls unwahrscheinlicher. Aber das ist so ähnlich wie mit dem Diebstahlsparagraf im Strafgesetzbuch. Der Diebstahl ist auch verboten und dennoch findet er statt. Bei entsprechender krimineller Energie kann ich nicht jeden Fall ausschließen, der in Zukunft passieren könnte. Viele der jetzt geplanten Änderungen fordern Transparenzorganisationen wie Abgeordnetenwatch.de schon seit Jahren. Das ist erstmal ein richtiger Schritt, aber es ist natürlich bitter, dass dafür erst die Maskenaffäre nötig war, damit Bewegung in die Sache kommt. Clara Helming geht der neue Gesetzentwurf dennoch nicht weit genug. Wir fordern zum Beispiel, dass es jetzt auch eine Transparenzkommission geben muss, also eine Prüfinstanz, die sicherstellt, dass die Abgeordneten ihre Angaben richtig gemacht haben. Also, dass es nicht irgendwelche Nebenjobs gibt, die Abgeordnete gar nicht angegeben haben zum Beispiel. Im Augenblick passiert das noch auf Vertrauen? Das soll halt leider auch so bleiben mit dem neuen Gesetz, dass der Bundestagspräsident alleine dafür zuständig ist, zu kontrollieren, ob die Abgeordneten ihre Angaben richtig machen. Also im Augenblick, und so soll es auch bleiben, so soll es auch bleiben, kontrolliert die Politik sich selbst. Die Politik kontrolliert sich selbst und das ist natürlich ein großes Problem. Und was mit dem neuen Gesetz gar nicht geklärt ist, wie groß ist der Einfluss von außen auf Politik? Wie stark die Macht der Lobbywelt? In den letzten Jahren sind hunderte Büros rund um den Bundestag entstanden. Interessenvertretungen für die Wirtschaft, Organisationen, finanzstarke Verbände. Wie viele Lobbyisten es gibt, weiß niemand genau. Schätzungen sprechen von 6.000. Das wären 9 Lobbyisten auf einen Abgeordneten. Lobbyismus ist an sich nichts Schlechtes. Interessenvertretung gehört zur Demokratie. Aber Timo Lange von Lobby Control beobachtet deren Einfluss auf die Politik kritisch. Lobbyismus ist nah dran an der Politik. Die Verbindungen sind manchmal zu nah.
Schwierig ist es, wenn dann eben das große Machtungleichgewichte gibt. Wer hat mehr Einfluss? Wer setzt sich durch? Nicht immer mit dem besseren Argument, sondern einfach aufgrund der Lobbykraft. Diese Lobbykraft zeigt zum Beispiel die Stiftung Familienunternehmen, die sich vor allem für Großunternehmen und die sehr Wohlhabenden einsetzt. Die haben sich sehr stark gemacht für eine sehr, sehr weiche Erbschaftssteuerreform, was für sehr viel Kritik gesorgt hat. Die Lobbyagentur EUTOP setzt dagegen auf Insiderwissen. Das Besondere an EUTOP ist, dass sie sehr viele ehemalige Politikerinnen und Politiker angeworben haben, die dann natürlich ihr Netzwerk dann den zahlenden Lobbykunden zur Verfügung stellen. Der Seitenwechsel vom Politiker zum Lobbyisten zieht sich quer durch alle Parteien. Bisher mussten Lobbyfirmen dabei nicht einmal angeben, wer genau für sie arbeitet. Das ändert sich nun. Union und SPD haben sich auf die Einführung eines Lobbyregisters verständigt. Das soll für mehr Transparenz sorgen. Im März hat der Bundestag beschlossen, von nun an müssen sich alle Lobbyisten, die mit Politikern in Kontakt kommen wollen, offiziell registrieren und angeben, wer ihre Auftraggeber sind, wie sie sich finanzieren und wie viel sie für Lobbyarbeit aufwenden. Bezahlter Lobbyismus von Abgeordneten gegenüber der Regierung ist verboten. Timo Lange und vielen anderen Kritikern geht das neue Gesetz aber nicht weit genug. Also mit dem Lobbyregistergesetz, so wie es jetzt verabschiedet wurde, sind wir nicht zufrieden. Ein ganz großes Manko ist, dass es keinen legislativen Fußabdruck geben wird. Das heißt, es wird nicht wirklich transparenter, welche Lobbyisten an welcher Stelle und wie auf einen Gesetzentwurf eingewirkt haben. Und damit ist das eigentlich ein bisschen ein halbes Register. Es macht transparenter, wer sind die Lobbyisten, wer sind die Auftraggeber, das ist gut. Aber wie nehmen sie Einfluss und an welcher Stelle? Das wird eben weiter unsichtbar bleiben. Ist das neue deutsche Lobbyregister ein zahnloser Tiger? Das EU-Parlament hat den legislativen Fußabdruck schon vor Jahren eingeführt. Genauso EU-Staaten wie zum Beispiel Estland oder Slowenien. Einer der Auslöser für das neue Lobbyregister war die Affäre Amthor. Im Juni 2020 bringt der Spiegel ans Licht, der Jungstar der CDU, Philipp Amthor, setzt sich mit einem Brief beim Wirtschaftsminister für das amerikanische Start-up-Unternehmen Augustus Intelligence ein, erhält später Aktienoptionen im Wert von bis zu $250.000. Die Affäre sorgt für ein politisches Beben. Philipp Amthor entschuldigt sich, gibt die Aktienoptionen zurück. Laut dem Abgeordnetengesetz kann ihm nichts vorgeworfen werden. Erst jetzt, mit den neu geplanten strengeren Regeln, werden Aktienoptionen meldepflichtig. Kurz darauf verzichtete Amthor auf den Landesvorsitz der CDU. Doch dieses Jahr, im Januar, wählt ihn die Parteibasis in Mecklenburg-Vorpommern zu ihrem Spitzenkandidaten für den Bundestag. Mit 90%. Wir treffen zwei CDU-Kommunalpolitiker in Amthors Heimatstadt Ueckermünde. Unsere Sicht war von der Sache her so, dass wir das Gefühl hatten, dass er das bedauert, dass es ein Fehler war. Und dann war das für uns gegessen. Man muss auch mal dann auch mal Ruhe geben. Wir konzentrieren uns auf unsere politische Arbeit hier vor Ort. Und da ist Philipp Amthor für uns eine Größe. Weitere Diskussionen braucht man da eigentlich gar nicht dazu führen. Wir treffen Philipp Amthor persönlich. Im letzten Jahr hat er noch auf die Kandidatur auf den Landesvorsitz der CDU in Mecklenburg-Vorpommern verzichtet. Jetzt hat er sich zum Spitzenkandidaten seines Landes für den Bundestag wählen lassen. Ich habe einen politischen Fehler eingestanden und die Leute haben damit auch, glaube ich, gesehen, dass ich damit transparent umgegangen bin. Und das ist auch die Erwartung, die die Menschen haben. Und für mich war es sehr wichtig, einstimmig wieder nominiert worden zu sein für den Bundestag. Umso dankbarer bin ich, hier getragen zu sein von dem starken Rückhalt meiner Heimatregion. Rechtlich kann man Ihnen ja nichts vorwerfen. Aber bei der Bevölkerung, da gab es sehr viel Wut, sehr viel Empörung. Die da oben verdienen jetzt noch Geld neben ihren 10.000 Euro, die sie eh schon haben. Können Sie das nachvollziehen? Ja, definitiv. Ich habe durch die ganze Debatte natürlich persönlich an Sensibilität gewonnen. Ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe mich angreifbar gemacht und das wirft natürlich dann nicht nur ein schlechtes Licht auf einen selbst mit diesem politischen Fehler, sondern insgesamt und das ist etwas, das mir leid tut. In Zukunft ist es ja nicht mehr erlaubt, dass ein Abgeordneter als Lobbyist finanziell... Das habe ich auch nicht.
Ich habe die Aktienoption nicht erhalten für politische Interessenvertretung. Das will ich noch mal deutlich betonen. Ich habe mich später in der Firma engagiert, sozusagen für firmenbezogene Dinge. Und ich bin hier nicht bezahlt worden für politische Interessenvertretung. Aber Sie sind natürlich als Abgeordneter, haben Sie ein bestimmtes Mandat, Sie haben Zugang zur Macht. Und das ist abstrakt skandalisierungsfähig. Sie sagen, Sie haben einen Fehler gemacht. Hätte denn die CDU nicht schon viel früher Regularien schaffen können, dass man solche Fehler gar nicht erst machen kann? Besser wäre es gewesen, wenn solche Regulierung sozusagen vorausschauend erfolgt. Aber ich will auch noch mal aus persönlicher Ansehung sagen, es geht nicht nur um die Frage, wie sieht der Rechtsrahmen aus, sondern auch die persönliche Sensibilität zu haben dafür, das würde ich für mich entscheiden, keinen Nebentätigkeiten nachzugehen, wo der Anschein entsteht, dass man sie in einen Zusammenhang mit dem politischen Mandat bringt. Fest steht, nach den neuen Regeln sind Aktienoptionen nun meldepflichtig. Aber solange ein Abgeordneter erklärt, dass er diese nicht in Verbindung mit seinem Mandat erworben hat, bleiben sie weiterhin ein möglicher lukrativer Nebenverdienst. Philipp Amthor jedenfalls ist wieder zurück auf der großen politischen Bühne. Für den Politikwissenschaftler Thomas König keine Überraschung. Diese Kurzlebigkeit, dass man mittlerweile schon fast planen kann, politisch, was muss ich tun, wenn ich mal zufälligerweise entdeckt werde? 6 Wochen weg, alles ausschalten, dann kann ich wieder durchstarten. Also das ist natürlich etwas, was aber, glaube ich, schon bei der Bevölkerung so ein Unwohlsein, so ein Unbehagen, das mag so Bauchgefühl sein, dass da was nicht in Ordnung ist, erzeugt. Was macht dieses Unwohlsein mit unserer Demokratie? Wie groß ist das Vertrauen in unsere Politik? Das ZDF-Politbarometer stellt für ZDF-Zoom Anfang Mai diese Frage. Das Ergebnis? 53,5% der Menschen haben in die Politik nicht so großes und 9,2% gar kein Vertrauen. Großes Vertrauen haben dagegen nur 33,6%, sehr großes 1,7%. Das hat wohl auch mit den Affären der letzten Jahre zu tun. Um verlorenes Vertrauen wiederherzustellen, muss Politik noch transparenter werden, strengere, klarere Regeln formulieren und unabhängige Kontrollen möglich machen. Und das nicht erst dann, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht.